Microphone activated. Okay, ja, ich versuch's. Sehr gut. Das Problem ist, ich habe halt auf TSDF3-Taste ist Muten bei mir. Ach so. Das ist halt ziemlich kacke so. Aber ich glaube, ich... Warte, ich gucke nochmal. Microphone muted. Er mutet sich dann immer erstmal stark. Microphone activated. Wie viel war X? Minus? Minus 9? X war minus 730. Oder 760? Nee, 760 so in etwa. Also in etwa 760, 930. Okay, ja, ja, ich komme. Es dauert aber jetzt irgendwie ein bisschen. Ich bin da anscheinend echt ein bisschen falsch. Einmal mir nicht mehr folgen, ne? Dann läuft schon. Ich bin bei minus 920. Okay. Scheiße. Das ist doch voll weit weg. Minus 900. X oder Y? X. X und Z meine ich natürlich. X, ja, das ist dann tatsächlich ein bisschen weiter weg. Microphone muted. Gut gemacht. Microphone activated. Hey, fuck, ich muss glaube ich wieder an Land. Ich schwimme nämlich hier mit dem Boot lang. Und sehe hier so Zeug, wo ich Microphone nie war. Muted. Microphone activated. Muten wieder. Ja, das ist mega kacke. So. Scheiße, Mann. Ich bin doch. Du bist doch einfach auch nur geradeaus gelaufen, oder? Ja, so in etwa, ne? Also, ja. Ich bin ja auch jetzt an Wasser und hier ist auch die Border, also es kann eigentlich nicht weit weg sein. Kann eigentlich nicht weit weg sein. Ja. Ja. Halt einfach ein bisschen Ausschau so nach oben auch, wenn du mich siehst schon, oder so. Bin schon in der Base. Ach, bist schon in der Base, okay. Kann ja, nee, alles gut. Wenn ich ja die Stelle sehe, da wo es da so komisch runtergeht, dann weiß ich auch Bescheid. Okay. Alles gut, aber hier ist mega viel Zuckerrohr auch am Rand, wo ich gerade bin. Dann nimm das mal mit. Das kann ich nicht alles mitnehmen, hier ist so viel. Egal, ey, dass wer anders bekommt. Einfach abbauen. Okay. Das ist echt viel. Lieber zu viel als zu wenig, mein Lieber. Machen wir das mal. Jo, und wir haben das dann halt auch, das ist halt auch nicht schlecht, ne? Und dann lang Seeds, what the fuck. Dann könnte es sein, dass es eventuell schon langsam in der richtigen Region bist, wo wir schon Seeds abgebaut haben. Ja. Guck mal, wie lange wir schon aufnehmen. Sind jetzt bei 35 Minuten. Alles klar. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier noch haben. Kein Plan. Time oder so machen? You have don't. I'm sorry, but you don't have permission to perform this comment. Please contact the server administrator if you believe that is in error. Bist du gerade außer Wasser? Ich bin gerade, ich bin unter Erde schon wieder. Lol, was ist denn hier passiert? Ich glaube, ich bin in der richtigen Richtung. Das ist gut. Hoffe ich. Also es sieht zumindest so aus. Wahrscheinlich ist er komplett falsch. Es kann sein. Ah ne, hier ist auf jeden Fall dieses komische. Okay, ja, ich bin auf jeden Fall dann hier irgendwo in der Nähe. Perfekt. Ich muss es jetzt nur finden, die Öffnung. Die ist aber noch... Ah, ich sehe auch deinen Namen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann machen wir mal hier das Bildschirm kaputt. Das ist natürlich eine Gefahr, dass man unseren Namen sieht, ne? Ja. Das Loch war offen. Eigentlich ja. Schwierig, schwierig, das Löchlein zu finden. Ich komm einfach mal. Ja, ich sehe auch gerade deinen Namen nämlich wieder nicht. Ich guck einfach mal hoch und helfe dir, ne? Kriegst da allein nicht hin. Dann ich bin nur ein kleines Kind, lass mich. Du bist älter als ich, ne? Ja, klar, easy. Easy. Easy, ach, da bist du. Easy. Ja, moin, moin. Ja, guten Tag. Ja, das hat man echt schlecht gesehen hier. Was bist du denn für einer? Ich ertrinke. Mach mal nicht. Ah, jetzt alles gut. Mach mal nicht. Ja. Mehr kann ich nicht machen, ja, als dich darum zu beten, dies nicht zu tun. Das wäre nämlich nicht so schön. So, ich baller jetzt hier übelst Weizen rein. Geht schon nicht mehr, ich habe schon voll gepflanzt.
Ja, ich mache hier dann hier halt am anderen Feld, dann machen wir so Mischmasch. Geil, ne? Kannst du natürlich tun, aber ich baue hier auch gerade ein neues Feld aus, kannst eventuell gleich mal mithelfen. Ja. Alles klärchen. Bärchen. Wie kommen wir noch an Bone Meal, außer Skelette zu killen? Gibt es da noch einen anderen Weg? Nicht so wirklich, nee. Ach, wir brauchen auch noch mal Erde. Hast du Erde mitgenommen? Nee. Scheiße. Aber ein bisschen haben wir noch. Ich habe mich jetzt auch gar nicht mehr so dran gedacht an Erde. Fuck. Aber das daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Eigentlich nicht. So, aber wir gucken mal. Ich würde mal sagen, dass wir das Feld auf jeden Fall noch deutlich in die Größe ziehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Warte, ich mach mal hier so 4, 5 noch nach vorne. Wir brauchen das ja auch nicht so mega hoch machen. Einfach so das Nötigste und dann läuft das. So. Holst du gerade noch eine Wasserquelle? Ja, kann ich gerne machen. Boah, ey, jetzt entwickelt sich gerade eine massive Müdigkeit bei mir. Oh ja, yeah, weil habe ich schon hinter mir. Ich penne dann immer im Bus von der Arbeit nach Hause. Ey. Ja gut. So richtig fertig am Arsch einfach. Du bist fertig am Arsch, meinst du? Ja, das auch. Okay, aber ist gut, dass du fertig am Arsch bist, weil es besser ist, wenn du nicht fertig am Arsch bist. Auf jeden Fall. Ja, so sieht es nämlich aus. Das wäre nicht. Bist du auch immer fertig am Arsch? Ich bin richtig fertig am Arsch, ey. Also. Oh ja. Je nachdem. Oh ja. Ist dein Arsch auch immer fertig? Hast du noch einen Wassereimer? Ich habe einen normalen Eimer. Ja, den kann ich aber befüllen. Jo. Ich bin ja nicht dein Sklave. Ich krieg so richtigen Müdigkeitskick, ey. Hast du Energy Drinks? Nein, ich bin nicht so da. Obwohl von meinem Geburtstag sind noch ein paar Flaschen über wahrscheinlich. Aber sonst bin ich so der Energy Friendo. Ja, ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber es machen ja viele so. Ja, die gerade die Zocker. Nicht vom PC wegkommen, ne? Aus dem Alter sind wir raus. Ja, aus dem Alter sind wir leider echt raus. Das ist für uns. Nee, aber war sagen, auch eine geile Zeit. So ja. Zocken, so richtig krass, war geil. Aber ich muss sagen, ich finde nicht leider. Also ich war nie so der... Ja. Jetzt, so wie ich jetzt lebe, finde ich auf jeden Fall geiler als vorher. Irgendwie, keine Ahnung, so meine. Vor allem, man hat jetzt auch einfach nicht mehr so die Zeit dafür. Nee, also, das auf jeden Fall auch überhaupt nicht. So mal so ein Stündchen, anderthalb, ein paar Runden, das geht immer klar. Ja. Aber mehr ist halt einfach nicht mehr so. Mehr ist nicht drin. Deswegen auch YouTube-mäßig eine lange Zeit. Inaktivität, um das jetzt mal so zu deklarieren. Ja, kann man so sagen. Ja, nee, aber... Ist einfach so und muss man mit leben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt gerade aufnehme, weiß ich ja nicht mal, wie die Resonanz auf das erste Video war. Ob sie alle vielleicht sagen, haten dich alle. Verpiss dich wieder, war besser ohne dich. Und so, dann würde ich natürlich auch sagen, okay, sehe ich ein, finde ich auch. Und wäre wieder weg, weg vom Fenster. Vielleicht sagen auch alle, wow, krass Junge, heftig, mach wieder Videos. Und alle deine Videos haben 20.000 Aufrufe auf einmal. 20.000? 20 ja. Millionen! Milliarden! Wir müssen ja auch realistisch bleiben, ne? Genau. Wir sind die absolut krassesten Realisten auf der ganzen weiten Welt. Und wir sind eigentlich auch PvP-Pros. Jo. Und dass wir dieses Projekt gewinnen, ist ja vorprogrammiert. Also, ich kenne gar nicht, dass wir Kritiker haben. Also, das ist für mich schleierhaft. Ja, eigentlich. Das Wort verlieren kommt in meinem Wortschatz nicht vor. Jo, so sieht's nämlich aus. Ich mach ja mal. Noch Wasser machen. Ja, wollen wir das hier in der Mitte? Da? Warte mal, reicht das 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, ob das da noch kommt. Weil die wachsen doch auch ohne Wasser, nee, oder? Nee. Nicht? Nein. Haben die das geändert? Es war noch nie so. Echt? Ja, ist das doch nie der Minecraft-Profi. Ja, ich weiß. Nee, ich meine aber echt, das ging auch mal ohne. Nee, definitiv also, nicht. Zuckerrohr. Zuckerrohr, ja, Okay. Hundertprozentig. Da musst du jetzt auch nicht, da musst du jetzt auch nicht irgendwie meinen. Ich wollte gerade so, ablenken. Nee. Also die Diskussion auf die lasse ich mich nicht ein. Kannst du knicken? Ja. Oh, hier, ernten. Zack.
Ich habe eine Möhre geerntet. Eine Möhre. Geil. Eine Möhre schon. Ja. Wir sind so Rich Kids. Rich Kids, Alter. Eins nice. Das geht. Nice. Ja, also Zatani, das Problem bei Zatani ist, ja, Inaktivität auf YouTube ist ganz klar der Alkohol. Also das habe ich in wenigen Minuten rausgehört in einem intensiven, psychologischen, tiefgründigen und erotischen also, Talk. Ihr müsst auch nicht immer alles glauben, was hier dieser werte Herr Gaming-Bookie so von sich gibt. Ja. Ja. Eigentlich möchte ich nicht zugeben, dass er jedes Wochenende kotzend in der Badewanne liegt. Vor allem, weil ich auch eine Badewanne habe. In der Dusche natürlich. Jo, hast du eine Badewanne? Ja, ich wohne ja. Wow, aber du wohnst ja noch bei Mutti. Bei Mutti. Ja. Bei Mutti wohnt der kleine Gaming-Bookie noch. Der kleine Gaming-Bookie. Der acht noch sein Abitur. Ja. Der kleine Gaming-Bookie. Ja, Mensch, der kleine. Der. Ja, hat sein ganzes weites Leben noch vor sich. Sagt der, der jetzt seit 2 Monaten eine Ausbildung macht, verdammt. 3, okay. Jetzt halt mal den Ballflaher, es sind fast schon 2,5, es sind bald 3 Monate. Also, jetzt wollen wir mal hier wieder der Reife, in die Kirche der Reife, im Dorf lassen. Ja, eigene Wohnung, eigenes Essen machen. Eigene Wohnung, die Fatti zahlt. Never. Nie. YouTube Money regelt. Ja, ja klar. Sicher. Wir haben hier schon wieder dieses Weizen-Imperium, habe ich den Eindruck. Aber im Vergleich zu den Feldern, die wir damals hatten, ist das hier noch nix, ey. Leute, wenn ihr die erste Staffel. Oh, ich muss jetzt mal gucken. Wir sind gleich wie lange haben wir noch aufgenommen? Minuten. Wollen wir dann erstmal aufhören, eine Pause machen? Ja, würde ich sagen. Wie lange ist das noch? 30 Sekunden. Okay, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Abmoderation starten. Wir machen das nämlich professionell als Zatani. Starten Sie jetzt bitte mit der Abmoderation. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut bei Gaming Boogie vorbei. Wenn ja, dann schaut bei Zatani vorbei. Und gebt natürlich einen Daumen nach oben. Und damit wünschen wir euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Ciao. Tschüss.